Mann, jetzt verkacken wir mal hier die Scheiße, ey. Ich will das endlich mal hier gebacken kriegen, Mann. Ich bin zwar kein Bäcker, aber das dürfte ich doch schon schaffen. Ich überlege gerade, ob wir das Feuer auch ausschlagen sollen, einfach. Ich will es nochmal versuchen. Alles klar, alles klar. Jetzt wird das Feuer ausgeschlagen. Ich weiß, es ist gegen die Map-Regel und sowieso und allgemein Cheaten und so. Aber, ja, ich spüre schon, wie ich immer wütender werde und das auch langweilig für mich ist und wahrscheinlich dann auch langweilig für euch sein wird. Und deswegen, ja, muss man das einfach mal machen. Dient ja bloß eurem Entertainment. Weg mit dir. Mit dir. Und weg mit mir. Oh, aber ich glaube, hier wird es dann sehr dunkel hier drin, oder? Glaube schon. Oh nein, muss ich alles wieder von vorne machen. Oh Gott, hier wird es echt voll dunkel. Ich brauche Fackeln. Wo sind denn die Fackeln? Da. Peng. 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 Peng, peng, peng. Ich bin Mr. Ego Shooter Man. Hell yeah. So. Warte. Bam. Okay. Bam. Komm, jetzt schaffe ich das aber. Ja, Mann. Boah, ja, Mann. Ich bin der Beste. Oh. Egal, es ist scheißegal. Ach, deswegen ist es doch, ja. Ganz, ganz vergessen. Jetzt kommen noch diese komischen Gitter. Oh. Das dauert immer so lange, hier hochzuschieben, das sehe ich jetzt schon kommen. Deswegen benutze ich mal einen kleinen Trick. Oh, das war vielleicht jetzt nicht allzu schlau, egal. So. Okay. Ich muss ja erst noch Creative Modus fliegen ausmachen, Creative Modus aus, ob die Fallen wegblenden. Seht ihr, so kann viel, viel schneller hier hochschwimmen. Weiß nicht, wieso das so ist, aber irgendwie ist das so, keine Ahnung. Das hab ich mal irgendwo gelesen oder herausgefunden. Weiß ich schon gar nicht mehr. Und es dient ja allem nur, oder alles dient ja nur eurem Entertainment. And I love to entertain you. So, komm schon. Mit dem Diamant in der Hand. Schlechtestes Wortspiel ever. So, was steht hier? Good luck. Das werden wir auch, glaube ich, brauchen. Wir werden sehr, 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 sehr viel Glück brauchen. So, darauf. 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 Ja! Woohoo! Wunderbar! The Corridor of Pain, Stage 3, Level 3. Oh Gott. If you are on the ladder, you can't make it. Gut zu wissen. Ach Gottchen. Lass mal Checkpoint hier öffnen. Freiheit! Endlich Freiheit! Okay. Wir wollen ja hier nicht übertreiben. Ach, hier geht's hoch. Komm, hier schlagen wir erstmal das Feuer noch nicht aus. Wow. Verdammt! Scheiße! Ich kann mir ja vielleicht mal gerade ein Gesprächsthema heraussuchen, ne? So. So, hier geht's hoch und... Oh, jetzt leidet der wieder auf der Leiter weiter. Auf der Leiter, das leidet man weiter. Wieso habe ich das denn jetzt gerade nicht geschafft? Vielleicht, weil ich einfach so eine dicke Pottsau bin. Ah, scheiße. Komm schon. Oh, ich schaff das doch nie. So, jetzt aber. So. Dann müssen wir da lang, dann da lang.
Ach Gott, dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Ey, das ist voll schwer im Verzehr, Junge. Ja, nein. Hauptsache lustige Reggae-Musik. Moment, das muss ich mal gerade ändern. Hier dürfen ja hier keine gechillte Musik haben. Ja, hallo, hier muss Action da sein. Action im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ich mache jetzt meine Action-Playlist rein. Dann bin ich jetzt wieder Action-Man. So. Ja, geschafft, 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 geschafft. So, die Leiter. Oh Gott, brenne. Okay, erstmal chillen. Pause machen. Gerade wo die Action-Playlist losgeht, erstmal richtig schön Pause machen. Ah! So. Warte, ich muss dahin, dann. Ich sehe nicht, wo ich dann weiter muss. Ich kann das Feuer auch nicht ausschlagen. Wo muss ich denn hin? Nee, das geht doch gar nicht. Nö. Ja. Kann ich dann darauf? Auf das andere Ding? Man nimmt immer den kompliziertesten Weg. Das ist unglaublich. So. Ich meine, ich muss mir gerade was überlegen. Heute ist. Samstag. Moment, ich muss mal gerade nachgucken. Das hat nämlich mit der Chronologie der Videos zu tun. Ja. Ich habe ein bisschen falsch geplant, weil ich überlege gerade, ob ich jetzt nicht nur eine halbe Stunde aufnehme, weil das dann irgendwie ein bisschen schnieker wäre. Für mich. Weil ich gerade nicht so hyper motiviert bin. Oh, komm schon. Come on. Aber ich finde, man muss sich sowieso immer sehr stark selbst motivieren. Ich spreche dann immer so von der Schule oder von der Arbeit. Und jetzt brenne ich schon wieder. Ja, ich brenne natürlich nicht. Ich stehe in Flammen. Das ist natürlich auch komplett was anderes. Nein! Wieso? Ach, komm schon. So, Feuer weg. Jetzt reicht's mir. Ich brauche noch ein paar Fackeln. Fackeln findet man viel, wenn man viel sucht. Oder suchtet. Oder suchtet. So, hier ein paar Fackeln klatschen die mal. Da noch eine hin. So. Das sollte reichen für den Anfang. Ich weiß, es ist wieder gegen die Regeln, bla bla bla, wie im letzten Part auch und so weiter. Aber naja. Ihr kennt mich doch. Wann habe ich doch schon mal die Map fehlerfrei und cheaterfrei durchgezockt, ne? Wenigstens benutze ich keinen Gold-Cheat, um mir hier Gold zu cheaten. Weil das ja den Highscore repräsentiert. Diamanten-Cheaten reicht mir. Obwohl, was war eigentlich der Highscore hier? Diamanten oder Gold? Ich liebe Gold! So. Na, geschafft. So. Hier kann ich nicht ausschlagen, aber. Ich kann ja rausspringen und dann ausschlagen. Haha! Jetzt. Nein! Wieso nur? Mensch! Aber jetzt, wo das Feuer aus ist, kann man sich auch viel mehr Zeit lassen und man schafft das auch viel besser, wenn man. Ja, nicht so. Den Drang hat, sich zu bewegen. Ich bin der Gamer und bewege mich sowieso niemals. Ich gehe auch niemals raus. Die Geschichten kennen wir alle. Aber wenigstens bin ich kein Pessimist, weil ich immer noch glaube, dass wir es schaffen können. Wobei das schon sehr optimistisch ist. So, Feuer aus. Feuer aus. Hör auf zu rauchen. Klingt auch irgendwie so einer billigen Kampagne. Also wie ging nochmal diese
diese klassische rauchfreie Kampagne. Du musst rauchen. Nee. Wie ging das denn nochmal? Oh Gott, das war irgendwie so eine Kampagne für Jugendliche, die so... Ne? Also es wurde so per Schulen geleitet und man musste eben halt da so... Ja, sowas gegen Drogen und Stuff und eben halt... Kann auch sein, dass ich da jetzt irgendwas Falsches denke, aber naja. Dann denke ich dann schon mal was Richtiges. Was ist 1 plus 1, Günther LP? 3! Aber Intelligenz besteht ja nicht nur aus schulischem Wissen, sondern auch aus Allgemeinbildung und ja, Fachbildung, muss man so zu nennen. Ich kenne mich zum Beispiel im Fach Zocken sehr gut aus. Aber naja, es ist, glaube ich, eine Traumvorstellung, dass sowas mal in der Schule aufgenommen wird, das Fach Zocken. Das wäre aber schon echt geil. Boah. Wobei, es gibt ja mittlerweile auch so Schulen, da lernen die Schüler, also ich glaube, das ist eine Hauptschule gewesen, habe ich mal irgendwo gelesen, da lernen die Schüler am PC. Also jetzt nicht nur mal so, also, yay, wir sind am PC-Raum oder irgendwie sowas, sondern mal, die lernen da fast nur am PC. Was ich auf der einen Seite recht geil finde und recht modern und all so ein Zeug, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen doof. Weil, scheiße. Weil, ich ja später möglicherweise nochmal Lehrer werden möchte und wenn dann alle Schüler durch Programme lernen, dann, also durch Lernprogramme, dann ist das natürlich doof für meine Berufsklasse. Meine zukünftige Berufsklasse. Erhoffte Berufsklasse. Das trifft es ganz gut. So. Du willst Lehrer werden, du wirst bestimmt der beschissenste Lehrer von allen. Bei Lehrer kann man sich auch stundenlang unterhalten, ne? Ich... Ja. Ich nenne da nur einmal den Eintrag über Lehrer von Stupedia. Also hat nichts mit Studieren zu tun, sondern eher mit Stupid, also dumm. Ist aber eine deutsche Seite, also. Für alle, die nicht im Englischen mächtig sind, die können da auch ihren Spaß haben. Da werden eben halt so, keine Ahnung, 100 Lehrertypen vorgestellt, oder ich weiß nicht genau, wie viele es sind, aber so mehr als 100 sind bestimmt auch. Auf jeden Fall werden da so Lehrertypen vorgestellt, wie zum Beispiel der Pädophile, meist im Fach Sport zu treffen. Gibt gerne bei den Mädchen Hilfestellung, meist männlich. Und sowas eben halt. Das ist sehr, sehr lustig. Auch wenn ich da auch schon lange nicht mehr drauf war auf Stupedia. Und da lernt man ja auch nichts Großartiges. Und ich gehe natürlich nur auf Seiten, wo man großartig was lernen kann. YouTube zum Beispiel. Heute habt ihr zum Beispiel auf YouTube gelernt, dass man auf Stupedia nichts lernen kann. Wie soll das gehen, ey? Alles scheiße hier. So, wenn ich spiele, ist sowieso alles mal scheiße. Aber ich flame natürlich nie, ne? Nee, Quatsch. Ich doch nicht. So. Ah. Mensch, meine Fresse. Komm. Ich schaff das jetzt. Tschut. Ja. Darauf. Ja, und wenn ihr jetzt rumflamen wollt, ja, kommt das ja gar nicht, das ist ja übelst ein Loop. Dann downloadet euch die Map, Link in der Beschreibung, und versucht es mal auf eigene Faust. Aber versucht man das nicht auf eigenen Fuß, weil man hier springen muss und so? Na gut, das ist, vielleicht gar nicht so eine dumme Überlegung, aber auf eigenen Fuß versuchen, das ist, vielleicht auf den eigenen Füßen zu stehen, das ist vielleicht eine passende Metapher. Mit Fuß, aber das hat ja nichts hiermit zu tun. Also, wieso schaffe ich das jetzt nicht mehr? Komm schon. Geht so. Hä, was geht?
Was geht bei dir? Alles, was hier Beine hat. Und zwei Beine. Außer Tische. Und Stühle. Und deine Mutter, weil die kniet sich immer nur vor mich hin. Nein. Nein. Ich hab das nicht gesagt. Das war ein Zitat. So. Hier auf. Und da runter wieder. Ist auch immer sehr schön, wie das alles hier zusammenpasst. Bam, bam. Bam, bam. So. Ach komm, was soll's. Ich glaube, ich nehme doch 45 Minuten auf. Ich glaube, ich habe die Zeit sowieso schon überschritten. Moment, ich guck mal gerade auf die Uhr. 31 Minuten ungefähr, ne? Also ist ja nicht genau, ich gucke mal so und auf die Uhr, wie viel Uhr wir jetzt ungefähr haben, und dann passt das schon. Das ist jetzt nicht sekundengenaue Berechnung, wie lange ich schon aufnehme oder so. Geschweige denn Millisekunde. Nanosekunde. Oder eine Mini-Nanosekunde, falls es was gibt. Ist ja auf jeden Fall cool, wenn es was geben würde. So. Da ranspringen. So, ich muss mal hier ein bisschen die Musik leiser schalten, weil die ein bisschen auf den Piss, wenn ich ehrlich bin. Also nicht, dass ihr die jetzt leiser hört, sondern nur ich höre die jetzt leiser. Also für euch eine vollkommen irrelevante Information. Und wieso sagst du sie dann? Weil ich kann.